Okay, okay, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ich fall wieder runter. Noch ein Stück. Spring, Mann, spring. Spring, spring. Es reicht nicht. Aber Leute, bring ihn runter. Das passt mit dem Motor. Du kannst ruhig hoch, 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 hoch. Was? Wo seid ihr denn gerade? Also wo landet ihr nochmal? Wir sind jetzt in Höhe Krankenhaus in Kavala. Ich bin so ein bisschen dahinter auf so einer großen Kreuzung. Wir sind nicht wohl. Ich fliege einfach ein bisschen. Jetzt fliege ich hoch. Ich wollte da ein bisschen tiefer fliegen. Ich habe sogar die Waffe vom Kommissar Krisator. Geklaut? Ich muss ja auch seinen Job retten. Ich habe ihn ja überwältigt und er hatte gar keine Chance. Also passt auf, Strider in der Alter, dass wir hier runtergehen, ist nicht euer Ernst, oder? Ja, hier ist ein bisschen sehr obvious, ja. Ne? Also der Nachbar sieht uns. Ach, meint ihr, das bekommt jemand mit? Also der Strider in der Polizeibase, die beiden, die gucken schon, ja? Der zielt doch schon auf uns. Weißt du, was geil wäre, wenn meine Waffe nicht despawned wäre, sondern die einfach ein Passant gefunden hat? Guck mal, es liegt hier unter der Palme. Kaliber 50. Da willst du jetzt landen in den Bäumen. Immer nach rechts, nee, weiter. Ich guck gerade, wo es da liegt. Weiter in den Südosten. Links von uns. Da unten. Ja. Das ist unter uns. Ja, der läuft doch zu Stellen, wo du nicht landen kannst, ne? Nein, ich lauf doch zu euch, aber ich will nicht über die Straße rennen. Geht du einfach da halb rechts auf der Terrasse. Alter, du kannst doch nicht runter. Du kannst doch da landen, wo ist das Problem? Geht doch einfach vor uns halb rechts auf dieses freie Feld da, das ist doch praktischer. Das ist doch nicht. Und dann sind hier nicht mal Bullen, wenn wir explodieren, weißt du? Die sind doch alle zur Bank geflogen. Das stimmt. Die sind noch alle hier. Oh Gott, der Motor. Rechts, rechts, rechts. Oh Gott. Oh, das wird nichts. Du musst ein bisschen vor noch. Ja, ich weiß es. Ich will nicht sterben. Halt, wie gesagt, nicht. Ich bin ja einweiser am Flughafen, ich zucke ja zwischendurch nur mit hier. Noch geht's nicht. Oh. Bring das Ding noch ein Stück mit. Ach, das waren random Leute. Nee, das passt. Oh. Nein, ich komm noch nicht dran. Gib ihm. Mach auf schon mal. Ist offen. Okay, noch ein Stück. Ich fall wieder runter. Noch ein Stück. Spring, Mann, spring. Spring. Es reicht nicht. Aber Leute, bring ihn runter. Das passt mit dem Motor. Du kannst ruhig hoch. Zieh hoch. Oh Gott. Hallo. Flieg. Die holen mich, ihr Säcke. Nein. Jeder muss sehen, was ist. Sorry. Oh nein. Oh Gott. Leitung. Was habt ihr? Bist du noch da? Lebst du noch? Ich lebe nicht mehr. Also, ihr wart ja alle in dem Heli. Wie haben die dich denn jetzt gekillt? Mit dem MG? Mit dem MG. Flieg hier weg, die ballern bestimmt gleich auf uns, ey. Aber komm, das ist jetzt auch zu übertrieben, oder? Das war witzig. Ja, aber mit dem MG auf jemanden schießen, den man nur abholen will. Ja, nein, erstmal, es war ja okay. Vor allem warst du unbewaffnet. Nee, er war bewaffnet. Nee, ich hatte eine Polizeiwaffe. Oh shit, war das. Oh, das war so geil. Krebs, lass mich jetzt mal in Kavala irgendwie raus oder so. Oder vor Kavala oder so. Ich will die jetzt töten. Ich will auch töten. Mach mal jetzt ein SWAT-Team und wir holen ihn raus, ja, ne? Ja, müssen wir. Obwohl, er ist ja tot. Ah, er ist tot. Ich bin tot. Ich bin Zivilist. Boah, aber wie geil das für die Bullen ausgesehen haben muss. Dreimal versuche ich, in diesen Heli zu springen. Nimm mich mit, Leute. Ja, du hättest die Waffe am Boden lassen sollen. Dann wärst du auch rein. Ja, ich hätte einfach so Sachen wegwerfen müssen. Den Gilly abschmeißen, den Rucksack. Jetzt komm ich sorry, dran. Dalukat. Ich hatte ein bisschen schwitzige Hände, hab dich nicht reinziehen können. Das ist schade, aber auch, ne? Aber weißt du, was wohl bei dem Bullen jetzt abgegangen ist? Oh, lol, was macht der Heli da? Die holen Dalukat? So offensichtlich. Jetzt schreien so, wir sind vom Fernsehen. Das ist nur ein Actionfilm, wir drehen hier nur. Das sind mein Kameramann. Oh, was ein Mist. Ey, aber es war super witzig, die ganze Session. Hinter uns, Strider. Echt? Ja. Ah ja, der fliegt ja, drei Stück. Flieg weg, die holen uns. Flieg mal rechts hinter die, um die Burg rum und lass mich da hinten irgendwo raus. Okay, dann Blaze will Suicide Commando? Nein, ich will nicht Suicide Commando, ich will töten. Ich will auch töten, ich bin mit dabei.
töten. Aber ich bin froh, dass ich lieber erschossen wurde als verhaftet. Das ist wobei das besser. Geil gewesen wäre, wer hätte mich denn rausgeholt? Dabei hätte ich alles verloren, Lizenzen, Co. Ja, alles mein weg. Güte, du bist rich, Alter. Jetzt gucke ich mal, ob meine zweite versteckte Waffe noch liegt. Oder... Wieso despawn die denn? Ich habe die hier in einem Felsen versteckt. Ah, guck mal, wir sind jetzt gleich bei dir. Wo soll ich dich dann hinten rauslassen? Da unten am Strand. Links von dem fetten Stein-Dingsbums-Packung. Aber ich darf ja jetzt wohl woanders spawnen eben. Ja, ja, klar. Tod ich dann jetzt wohl eben woanders spawnen. Das sollte jetzt kein Problem sein. Wo spawnst du da, Lukas? Rebellenlager dann. Also ja, irgendwo ja. Oben halt, Attila. Lass mich hier einfach raus. Es gibt ja was ist eigentlich Spons mit meinem Ifrit? Ist der noch ganz? Weil der wurde nie impounded. Ja, ich weiß, der auch steht da, glaube ich. Der steht da immer noch. Die haben den nicht impounded. Einfach damit du den halt nicht hast. Ich habe ja mehrere in der Garten. Ich auch. ich fand das auch so nice, wie die Polizei gehupt hat, wie wir in die Luft geflogen sind. Einfach mit dead. What the fuck? Kommt noch jemand mit? Ja, ich komme mit. Na klar. Hallo? Ja, so was du denn? Oh, pass auf mit dem Busch. Egal. Und Attacke! Go, go, go! Also, ich bleib erst noch mal im Heli, soll ich spotten oder was? Ja, wäre eine gute Idee. Das wäre nicht schlecht. Also, die Striders sind jetzt in der Nähe vom Polizeihauptquartier und vom Krankenhaus. Ups! Oder schießt der? Boah. nicht immer direkt, weißt du, man steigt aus und schon ist die Position verwarten, weil irgendwer schießt. Hallo, hier sind wir mit so einem weißen Schild. Hallo, hier! Hören die das so weit? Nee. Ja, klar, das hört man richtig weit. Also, ja, bis klar. Zum Polizeihauptquartier nicht. So, jetzt übrigens bitte wieder nicht in die Kommentare schreiben, dass ich jetzt blöd ist, dass ich meine Waffe nicht habe. Ich habe meine Waffe noch. Ich habe hier so einen Dealer auf Altis. Der hat die immer im Angebot. Okay. Machst du da am Klo? Musst du aufs Klo oder was? Wollen wir hier bleiben? Ich wollte die Tür aufmachen, aber es geht hier nicht. Also ich gehe in die Stadt irgendwo auf Häuserdächer und ja, so. Ja, ich gehe aufs Krankenhaus wahrscheinlich. Ich mach hier Guerilla-Häuserkampf. Ah, ich sehe schon welche, ne? Den Strider-Humming. Guck mal auf die Map, da könnt ihr den sehen durch Craps. Shit, ich finde das total grenzwertig, ohne Witz. Was? Weil du kannst die ja nicht töten. Die sind ja nicht. Die sind richtig, genau, und die bleiben ja auch im Strider und schießen nur mit dem Gunner rum. Doch, die im Strider kannst du töten. Nein, kannst du nicht. Ich habe da vorhin, du kannst ein ganzes Magazin auf die Windschutzscheibe, auf die Person ballern und da passiert gar nichts. Nein, du musst durch den Seitenschlitz schießen, dann schießt du die Fahrer und so raus. 290 Stunden Erfahrung in altes Life innerhalb von einem Monat. Ja, da ist der Strider, da kommt der Strider. Der Strider wird langsamer, ich glaube, die zielen schon auf mich. Das funktioniert übrigens auch beim Ifrit und Hunter, da kannst du auch durch diese Seitenscheibe rein. Das ist der Polizeichef. Ja, den mal zu treffen. Wo denn? Ja, wo? Vor wo, mir, wo, da wo? Jetzt in die Richtung, wo ich schaue, da vor mir ist ja, der. Ja, ihr könnt auch auf die Map gucken, Leute. Oder auf GPS oder sonst irgendwas. Ihr seht das ja, dann der, auch alles, was ja, kann, der zielt schon auf mich. Da ist ein Strider HMG und ein Strider. Ich glaube, die wissen, dass wir da gelandet sind. Muss man langsam vorrücken hier. Und wie gesagt, wir kriegen ja nächstes Mal auch einen Raketenwerfer. Ah. Ja, passt schon aus. Beste Drohne. Ted, bist du weitergelaufen? Ja, ich bin hier oben links in dem Haus. Im Dadosch gerade. Aber ohne Witz war das heute schon wieder geil, ey. Oh. Hätte der erst mal drei Mal aus dem Heli raus. Schieße! Das ist der Strider. Das ist der, Auf mich, der Strider schießt auf mich. Ja, dann zieh ab. Wer ist das denn da unten? Da, ich seh ihn da unten. Der fährt gerade vor unserem Dings lang, vor unserem Haus. Schießt, oder? Krass, der hat doch die Mauer umgerammt. Oh, da ist er. Ja. Blaze, warst du der Pilot, in den Na, Krote, Heli siehst du? Na klar. Ja, ein Suizid. Oh, da sind sie da. Jetzt kann auch einer ausgestiegen. Krote, renn rüber. Pass auf, der Thermal, ne? Der hat alles. Der eine ist ausgestiegen. Der ist jetzt im Haus. Ja, der wenn die aussteigen, einfach direkt wegmachen. Einer ist im Haus. Mein Charakter läuft nicht mehr, nein. Was kann ich tun? Krote, schnell! Ich glaube, der Strider hat uns gesehen. Warte, ich flieg nochmal drüber. Wenn ihr jetzt auf die Map guckt, könnt ihr sie sehen, das sind zwei Strider. Na Krote, komm ins Haus rein. Einer ist noch im Haus, ebenfalls von uns gegenüber. Ich hab das Problem, dass mein Charakter nicht mehr läuft. Ich weiß nicht warum. Egal, brauchst du nicht. Ja, weil du nicht mehr sprinten kannst. Du musst mir ein bisschen den Rücken klar machen, ne, hier. Guck grad hier oben. Warte, hier sehen. Okay, hier sehen wir nicht, hier sind die Fenster zu. Da drüben sind die. Der eine fährt gerade weg, der Strider. Da drüben war er gerade. Der steht auch immer noch da, meine ich. Sieht zumindest auf der Map so aus. Jetzt kommt einer zu euch mit dem Strider durch die Häuser durch. Geschossen. Was? Sieht gerade so aus. Nein.
So, Map Update. Ist der Radius kleiner geworden? Ja, Scheiße, die schießen. Ja, die schießen auf den Heli mit den Stridern. Keine Chance, mein Freund. Da kannst du noch so oft hochkommen. Ja, nein. Die sind beim Drogendealer jetzt wieder. Da ist das Strider noch vor der Tür. In dem anderen Haus nebenbei ist auch einer reingegangen. Akrote, ich bewach die Tür. Okay. Doshi, halten genau bei uns vor der Tür gerade, ne? Ja, hast du unten alles? Ich hab okay. Die Treppe, ja. Ja, alles, was reinkommt, wird weggeballert. Ja, die Strider kommen jetzt zu mir, weil ich mit dem Heli weiter runtergegangen bin. Ja, ja, da kommt es in deine Richtung. Die sind weitergefahren. Ja, ja, ja. Sind die weitergefahren? Ja, die sind zu mir, weil die gesehen haben, was der Heli runterkommt. Okay. Ich möchte das nochmal wiederholen. Und jetzt schießen sie auf den Heli und ich find's ultra asozial. Ach, nur mit den Stridern zu fahren. Nein, ohne Witz, es steigt da nicht mal einer aus von denen. Doch, ist... Mentor kommt mir gerade ein bisschen vor wie der Messi, ey. Hauptsache, ich sitze in einem gepanzerten Fahrzeug drin und keiner kann mir was. Ja, aber dann zieh doch zurück. Echt? Ist einer, ja. Beide. Wie gesagt, und nächstes Mal haben wir Raketenwerfer, dann soll er da drin sitzen bleiben. Du kostest wahrscheinlich eine Million oder so. Ja, das ist ja kein Problem. Ne, die sollen sie zumindest auf 200.000 oder so setzen. Einer ist vorbeigeheilt. Auch wenn dann 1 Million kommt, mein Waffendealer hat dann auch einen. In dem Haus müsste noch einer sein, außer der ist halt tatsächlich vorne raus und dann wieder an den Strider oder sonst irgendwas. Verfolgt? Genau auf, von mir aus gesehen, auf 220 Grad in dem Gebäude. Und jetzt kommt noch der bewaffnete Heli zu mir. Das ist scheiße. Ja, ich fühle mich richtig wohl, weißt du? Scheiße, Akrota, bei uns ist beim Haus der vorbeigefahren, der Typ. Krabs, hast du eine Chance, irgendwo zu landen? Der kommt nicht, hab ich nicht. Wie denn? Ja, das ist ein Squad. Sobald der Ghost Talk gewendet hat, werde ich sofort beschossen von dem. Wer ist denn der auf dem Quad? Der kommt gerade auch hier hingefahren. Ist der Quad bewaffnet? Oh, Action. Der Strider hier, Polizeichef ist bei uns. Boah, der hält neben unserem Haus, oder? Der versucht mich zu töten. Er hat mich gerade gesehen durchs Fenster. Aber ist ja normal, dass mit Skill nichts reißen kann. Jeder jeden töten. Müssen das mit Equipment machen. Großer, du bist töten? Wie bitte? Hat er dich gerade gesehen? Nee. Ich glaube nicht. Okay, weil ihr gerade gesagt habt, ich habe gerade gesehen oder so. Ja, ja, das war ich, Mystief. Okay. Ich sehe den Currywurst. Kann ich nicht durch die Windschutzscheibe schießen? Ja, kannst du. Kann ich ihn dadurch töten? Kannst du. Okay. Mach! Ja, wie denn? Ich hab ihn schon. Jawohl, okay. Sehr schön. Also, das der ist offen. Der Problem. Dürfte vielleicht sogar offen sein. Der Strider. Ja, nein, oh shit, jetzt zielt er aufs Haus mit Thermal. Okay, ich muss die Position wechseln. Du bist. Bin bei Deadship. Ja. Du hast ihn gekillt gerade. Ja, 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 ja. Ja, natürlich, das geht. Yes! Nice! Okay, weiter. Ich flieg mal hinten zum Gefängnis und hole die Zivilisten da raus. Okay, kannst du zu mir fliegen bitte erst? Sind sie alle tot? Der unbewaffnete Strider. Die Gruppe ist wieder gelockt, ich kann nicht. Die Leute sind tot, ne? Im bewaffneten Strider sitzt keiner mehr drin, ne? Ja, dann holt den! Nice, okay. Go! Der Strider muss ja offen sein dann. Akrota, kannst du die Gruppe aufmachen? Ich bin auf dem Weg. Ihr müsst mich mal kurz covern, ne? Weil der andere Strider fährt hier mal rum. Oh, scheiße, der ist da. Und ich kann nicht rennen. Das ist der Strider vom Mentor, ja. Blaze? Ja? Er ist offen, ich hab ihn. Ich bin sehr gut. Ich bin in dem bewaffneten Krabs. Hol mich, warte, bleib stehen, lass mich rein. Ja. Kommt rein und wir müssen den Ghost Talk runterholen. Einer muss den Strider mitnehmen. Der Chip, kannst du den Strider mitnehmen? Den anderen hier? Ja, den schwarzen, der kommt rein angefahren, da kommt einer angefahren. So. Akrota, siehst du wen? Ich habe ihn. Ich sehe nur manchmal jemanden da durchlaufen. Bei Krabs, wo bist du? Bei uns. Wo müssen wir hin? Auf dem Weg zum Gefängnis. Geil! Oh shit, kann mich irgendeiner aus Kavala oder aus irgendeiner Stadt abholen? Wir sind in Kavala die ganze Zeit. Fliegen? Ja, wir müssen nur aufpassen, ne? Wir dürfen nicht stehen bleiben, großartig, oder Leute an uns ranlassen, weil die können uns rausziehen. Kann einer die Gruppe aufmachen? Ja, Moment. Ist offen. Oh, du stresst mich! Spawn im Pyrogoss, spawn im Pyrogoss. Da vorne ist der Mentor, please. Okay. Der Mentor, mach den Mentor fertig. Ja, wie denn? Wollt ihr jetzt ins Auto? Ja, schon, aber ich muss die Gruppe aufmachen. Jawoll! Also ich wollte zumachen. Noch gelockt. Wollte ich sauber. Wir waren noch bei Ich hab gleich keine Muni mehr, ne? Ich bin direkt neben euch im Haus. Okay, dann lass, warte. Akrote ist aber raus. Ja. Jetzt! Da vorne, ja. Okay, lass uns raus. Blaze! Gehst du vor? Okay, warte. Jo, ich fahr wieder auf ihn zu. Schon am Auto. Oh, explodiert gleich, oder? Kann sein. Auf jeden Fall kaputt aus, das Ding. Okay, go! Bitte. Go! Wohin? Hier lang irgendwo? Ja, hier rechts, ne? Warte, das ist das Polizeiauto von denen? Blaze, hasse. Zack!
Pet, warte, ich bin gleich da. Ja, komm, hopp, hopp, hopp. Ja, das Problem ist, ich habe nur noch 29 Schuss, ne, und die würde ich mir gerne für den Heli aufheben. Spaß dir. Aber der ist voll. Warte, der ist voll. Nee, der ist doch nicht voll, oder? Alter, der kann nichts mehr haben an Gesundheit, quasi. Ich sehe da noch einen freien Platz auf jeden Fall drin. Ah, jetzt. Das ist schlecht, den kann man nicht... Der kann durchs Wasser? Ja, das ist ein Amphibienfahrzeug. Blaze, können wir das auch? 2 Sekunden, um die Kackgruppe aufzumachen. Hab ich doch gerade vorhin schon. Die war immer noch locked. Jetzt, komm rein. Ja, jetzt ist sie auch endlich mal offen. Wahnsinn, ne? Ich kann mal einen anderen Abonner, ne? Komm ich nachher hier links? Blaze, was machen wir? Ich weiß nicht, wie sieht denn das jetzt aus? Haben die einen Heli gestartet? Warte mal. Oh, weil es Nacht, ich sehe. Ich bin gerade zu 0 Frames. Ja, die haben eine Hellcat in der Luft. Ist echt so dunkel bei dir? Ja, super dunkel. Wo ist er? Ja, die fliegt aber weg. Ist die Hellcat nicht auch bewaffnet? Der ist hier links unten im Wasser. Hinter uns. Nee, das ist. Das bin ich. Ja. Okay. Der ist hier. Aber der sieht auch so kaputt aus, ne, der Strider. Der ist komplett schwarz, aber da ist nichts dran. Nee, er war eben gerade wirklich defekt. Der ist defekt geworden, weil wir ihn wirklich kaputt gemacht haben. Da ist er. Auf unser Wheel ist auch schon gelb, ne? Wo wollen wir denn hin jetzt überhaupt? Mich abholen. Wo ist er hin? Nachtsichtgerät kaufen. Okay, lassen wir ihn. Wer war denn da, der Mentor? Müssen Krabs, ja. Kannst du nachladen eigentlich, Blaze? Also so mit Scrollen, dass du irgendwie Muni nachschiebst? Geht das? Nein. Okay, schade. Wer fährt gerade alles ein Fahrzeug von euch dreien? Meine Wenigkeit. Ja. Kannst du irgendeiner 300 Meter eben zurückfahren und mich einsammeln? Du bist dieser einzelne Punkt, da kommen wir jetzt auf dich zu. Ja, dann kommen wir jetzt beide dahin. Ja. Also nachladen nicht, das Ding hat nur noch, die haben schon so viel weggeballert anscheinend von der Muni. Ja. Boah, jetzt muss ich aber mal Licht anmachen, ich sehe hier nix, ey. Ja, ich habe auch Licht angemacht. Ich habe auch kein Night Vision. Ja, ich auch nicht, leider. Da wo ihr gerade hinfahrt, das ist übrigens Krabs. Das ist Krabs. Ich bin noch fast... Ihr braucht nicht zu mir fahren. Ich bin hier am Gefängnis und hole jetzt die Zivilisten hier raus. Müssen wir die Deckung geben? Glaube ich, ist das ja. So? Ja. Macht einfach die Karte auf. Also ich bin bei Agelochrori. Ja, der ist hinter uns. Krabs, müssen wir dir Deckung geben? Oder ich sehe dich da nur nirgendwo. Ich hab das gleich. Okay, aber der Punkt ist doch hinter uns rechts, oder siehst du ihn auch nicht? Das müsste ja der eine sein hier, oder nicht? Der ist das doch, oder? Ja. Der da, jetzt, okay. Der eine. Ja, ich wollte nur sicher gehen, dass Blaze uns halt, dass Blaze klarkommt, weil sonst wären wir da zuerst hingegangen. Mit dem Auto kann man viel besser fahren. Oh. Ich wollte es noch sagen, aber dann hat es kurz so ein bisschen geleckt und dann nur... Oh. Mit dem Auto kann man besser fahren. Warte. Geht der auch so schnell kaputt, wenn man damit gegen eine Mauer fährt? Nein, damit kannst du echt viel kaputt machen. Ah, okay, alles klar. Ich habe zwar eine orange Wheel, ein Gunner-Seed frei? Oder gibt's nur einen? Gibt nur einen. Warte, aber du kannst in den Strider, da kannst du Thermal, glaube ich. Geh mal in den Strider und guck mal da, ob du da... Wie macht man das Thermal an? Fahr los. Okay, wo wollen wir hin? Ich kann nicht zumachen, ist nicht meiner. Nee, geht auch nicht. Achso. Ich dachte, wenn ihr den. Aber habt ihr den nicht geklaut? Nein, die ich weiß nicht, bleibt die Map trotzdem aktuell, weil ich sehe die Hellcat unterhalb dem Bootshop. Ja, nein, bist du das nächste Mal. Also bis du hingehst und diesen Ort siehst und wenn er dann da nicht mehr ist, dann ist es weg. Okay, was ist denn jetzt der Plan überhaupt? Nur welche töten von denen? Ich habe nur noch 29 Schuss, das ist ein bisschen mies. Für welche Waffe denn? Sie dürfen. Also wir haben ja die Hälfte der Polizisten jetzt irgendwie ausgeschaltet. Ja. Das heißt, sie dürfen ja nicht mal kommen. Waffe. Ach so, okay. Ich will jetzt erstmal Richtung Krabs, dass wir hier zusammen sind. Oh, guck mal hier. What? Die haben Reifen. Ich kann da gleich wieder hinkommen mit dem Heli, aber ich konnte da halt nicht bleiben, weil die haben so viele bewaffneten Fahrzeuge. Im Moment keinen mehr. Okay, die können sich einen neuen kaufen, ja. Ja, gut. Wie läuft denn? Hat die Polizei auch ein Budget? Ja. Nein. Ah. Ja, aber die hatten ja schon mehrere Millionen als Startgeld. Okay, ach so, echt? Ja, okay. Ja, klar. Sag mal, aber wisst ihr, was wir eigentlich mit denen sagen können? Weil wir haben ja dann quasi das hatten wir schon besprochen, dass wir quasi eine Panzerfaust benutzen dürfen. Mhm. Hatten die jetzt nicht eigentlich mehr als einen Gunner Strider? Ja, natürlich. Weil dann sollten die das vielleicht auch auf einen begrenzen. Duffy hat mit dem Gunner geschossen, Mentor hat mit dem Gunner geschossen. Ja, das lernen wir doch alles nächstes Mal. Ist doch gar kein Thema. So, wo fahren wir gerade hin? Fährst du zum Rebellenhaus? Ich fahre jetzt einfach nur Richtung Krabsen quasi. Weiß aber nicht, was wir jetzt machen sollen, weil Kavala dürfte jetzt mehr oder weniger clean sein. Wir haben zwei schöne Fahrzeuge. Wir können ja jetzt noch hier den Rest besprechen und. Ja, dann das Auto ist ja jetzt auch eh so. Ja, Blaze, willst du mich hochfahren?
Was, hochfahren? Zum Rebellenshop dann noch? Zum Abflug? Ich fahre. Ich fahr. Warte, ich werde langsam an der Tür. Ich bin in dem Polizeiauto. Ah, selbst doch nicht! Ja, ja, jetzt wollen wir Richtung. Hat die Bremsen. Das ist ein Kratzer, würde ich sagen. Okay, Rebellenshop, ja? Wichser! Hey, das ist ein Kratzer. Hey. Das ist ein Kratzer. Oh nein, Mief! Mief Steve D singt, er stirbt gleich, ne? Ich sterbe nicht. Mief Steve D singt gerade aus dem Auto raus. Nein, und, ich sterbe nicht. Alles gut. Das war's nur. Sag mal, tankst du gerade? Ich sterbe nicht. Ich bin nur mal hier, hab nur mal gehalten hier. Ah, Mentor hat seinen Strider übrigens impounded. Das ist doch eigentlich ein Zeichen für Feierabend. Ja. Das muss so sein. Ich, was heißt, Strider impounded? Was macht er da? Was ist der? Der hat einen Beschlagnahmt. So, okay. Weil die Polizei kann ja beschlagen haben und ist automatisch wieder in der Garage. Und die bekommen Geld dafür übrigens. Genau. Aber was ist aber, wenn wir drinnen sitzen im Auto und der kann er nicht, er muss ja davor stehen. Dann kannst du ihn nicht, ja. Das geht nicht, okay. Er muss vor dem Auto stehen, dass er quasi. Und dann sollte, ja, richtig, aber wenn der. Wenn du irgendwo stehst mit dem Auto und der impoundet den, dann wirst du einfach aus dem Auto rausgezogen quasi. Okay. Aber das Impounden dauert auch ein paar Sekunden. Also wenn du siehst, dass er dein Auto impoundet, während du drinnen sitzt, dann fährst du einfach ein paar Meter weg. Ja. Oder er schießt ihn. Ja. Oder überfährst ihn. Haben wir den schon mal gekillt, den Polizisten eigentlich? Nein. Ich hab den vorhin getötet. Lord, den haben wir schon öfter gekillt. Ich hab den vorhin durch die. Den haben wir in der allerersten Aufnahme haben wir den schon gekillt. Ja. Sehr schön. Ja, du, da waren wir nicht dabei, da haben wir noch Pfirsiche gesammelt. Da waren wir noch unschuldig. Ja, eben. Also, Ted und ich. Jetzt, durch Zufall mal an der Straße in Kavala am Markt angequatscht und jetzt hängen sie schon mittendrin. Genau. Ja. So schnell kann das gehen. Ja, ich bin schon verdorben. Wenn ich heimkomme, sage ich meiner Frau, was ist Olle? Was ihr mit mein Bier. Das ist einfach, bring mein Bier. Genau, das ist der Umgang mittlerweile. Die ist selber sehr entsetzt. So. Ja, so egal. So, ich muss gleich irgendwann mal links. Ich habe kein GPS auf dem Netz. Soll bitte langsam. Whoops, what the fuck? Wer hat da geschossen? Die Hellcat ist hinter mir. Das war nur eine Rauchwand. Oh Gott. Was? Die Hellcat? Wo? Ja, die Hellcat ist hinter mir. Ich fliege jetzt wieder. Ach da, ja, du kommst auf uns zu. What the fuck? Was denn? Ich sehe die Hellcat. Ich fliege jetzt über euch drüber weg. Das bin ich, der jetzt hier ankommt, ne? Ja, fahr du würde ich ja doch noch ganz mit meinen letzten 28 Schuss hier doch löchern. Wer hat da die Nebelwand gemacht? Das war ich. Das war schon vorher da. Der Knall auch, ne? Ja, genau. Oh. Wo genau fahrt ihr denn jetzt hin? Ja, ich weiß das auch nicht. Ich fahre jetzt hinterher. Ted, das wäre dein Auto. Also, das ist sogar dein Auto, okay. Weil du kannst überall dagegen fahren, das ist scheißegal. Ach so, okay. Perfekt. Stromversorgung Kavala ist schon mal Arsch. So. Das sah auch wunderbar aus. So. Erst gerade aus. Heute. Lass mal gerne alles umfahren und auf einmal so voll nach links gedreht und Ted, du musst aber nicht herausfahren, gell? Wieso? Du hast gesagt, alles. Nee, es kann schon kaputt werden auch. Ach so, okay. Ja, dann lasse ich das lieber. Dadurch, hast du den durch die Windschutzscheibe erschossen? Yep, direkt durchs Vorder. Ja, hab ich so. Aber so habe ich vorhin den Mentor auch getötet. Weiß nicht, vielleicht hast du nicht getroffen. Oder das Kaliber war zu schwach. So, ja, aber ich weiß, meine MK18 hat dasselbe Kaliber. Ja, okay. Ja, nee, ich wusste nicht, welche Waffe du hast. Ich sag ja, es geht. Und gut, dass dadurch es dann auch gezeigt hat, dass es geht. Ja. Vielleicht Thiefcraps eigentlich nicht. Ja. Das, was ich mich aber wundere, ist, warum der Heli am Anfang nichts abbekommen hat. Der hat ja gehavert ohne Ende. Und ich der Ego geht ja gar nicht hier. Hör auf damit, Will! Womit denn? Das ist ein scheiß Wüstenrennen hier, Mann. Stimmt. Tut mir leid. Kleb in deinem Windschatten. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Rebellenlager. Ist das noch weit? 4 Kilometer. Papa Schlumpf, ist es noch weit? Aus! Das sieht aber auch immer gut aus. Das ist so awesome, ey. Oh, Auswart! Okay, die Polizisten. Ich bin ja nicht Autoscooter. Die Polizisten haben ihre Dokumentation beendet. Oh. Echt, sieht's aus? Ja. Okay, wollen wir dann auch unsere Dokumentation an dieser Stelle erstmal pausieren? Würde ich auch sagen. Ja? Alles klar. Ja, also vielen Dank euch Lieben fürs Gucken, ne? Und bis zum nächsten aufregenden Tag hier in dieser Aua! Hau rein! Was war denn jetzt? Mach's gut! Tschüss! Tschüss!